Dieses Kind dürfte es eigentlich nicht geben. Michaela ist die Tochter eines katholischen Priesters und wurde also verbotenerweise gezeugt. Katholische Priester dürfen keine Kinder haben. Und doch gibt es sie immer wieder. Ein verschwiegenes Thema. Nach langer Suche habe ich dann aber endlich Michaela gefunden. Und sie erzählt uns heute, was das so mit ihr gemacht hat. Am liebsten würde ich in die Welt rausschreien, wie unfair das ist. Ich fahre nach Aachen. Hier in der Umgebung ist Michaela aufgewachsen. Scheinbar in ganz normalen Verhältnissen. Doch ihre Eltern waren eine verbotene Liebe. Ihr Vater ein Priester, sie selbst heimlich gezeugt. Als sie auf die Welt kommt, spitzt sich der Konflikt zu. Ich kannte es halt auch schon als Kind, dass das auch nicht so angebracht war, das zu sagen, dass der Vater ein Priester war. Ich habe mal abgewöhnt, das zu erzählen. Also ich habe mich dann wirklich geschämt dafür, weil die Reaktionen halt dann echt verachtend waren auch. Als wäre ich irgendwie, ja, was Schlimmes. Worunter hast du am meisten gelitten? Dass mein Vater nicht glücklich war. Ja. Das hat mir wehgetan, immer schon und schon auch als Kind, ihn zu sehen. Und wir haben sehr viel miteinander gesprochen und ich habe ihn gefühlt und ich habe ihn gesehen, wenn er über seinen Beruf geredet hat, über sein Leben früher. Und ich habe ihn gesehen, wie er bei uns zu Hause ist und ich bin mit ihm zusammen fast kaputt daran gegangen, ihn zu sehen, wie er leidet. Er ist nie da angekommen in diesem Familienleben. Das ist er, der Papa, ein Mann aus einer anderen Welt. Er liebte seinen Beruf, war ein gläubiger Mensch. Mit gerade mal 26 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Er war beliebt in seiner katholischen Gemeinde. Doch dann geschieht etwas, was nicht vorgesehen ist. Mit 34 Jahren lernt er Michaelas Mutter kennen. Sie führen eine heimliche Beziehung und bekommen zwei Kinder. Michaelas Bruder kommt zuerst auf die Welt, wird komplett verheimlicht. Der Vater bleibt zunächst Priester und lebt zwei Leben. Ein Jahr später wird Michaela geboren. Unter dem Druck der Kirche gibt der Vater dann sein Priesteramt auf. Natürlich haben die alle über mich geredet, aber das habe ich nicht mitbekommen, nur von ihm, weil er es gesagt hat, ich wäre dann so als Hure und so. Und ja, aber ist ja nicht gegangen. Er hätte ja sagen können, okay, aber wer geht schon und sagt, ich will mein Kind nicht mehr sehen. Das war ja immer das Thema. Immer wenn er getrunken hat, kannst du dich erinnern, was der gesagt hat. Was meinst du? Der hat immer gesagt, wisst ihr, wie schwer das war. Der hat immer über den Bruch gesprochen. Ne? Und du hast immer gesagt, ja, und wie schwer wir es jetzt haben. Ja, oder und also für meine Mutter war es halt ganz schlimm mit dem Trinken. Ne? Das war so, dann ist es noch schlimmer geworden. Ne? Dabei wollen Michaelas Eltern ihren Kindern ein ganz normales Leben ermöglichen. Sie kaufen ein Haus in einem kleinen Ort, fahren in den Urlaub, feiern Weihnachten zusammen. Die Kirche gibt dem Vater einen neuen Job beim Kindermissionswerk. Er ist viel im Ausland. Doch das Predigen in der Kirche und das Leben in der Gemeinde fehlen ihm. Zunehmend laufen die Dinge aus dem Ruder. Er beginnt zu trinken. Überall im Haus verstreut liegen Erinnerungen. Briefe mit dem Vater, wenn es zu Hause mal wieder schwierig wurde. Lieber Papa, ich kriege oft mit, wenn du und Mama sich streiten. Und das fast jede Woche. Meistens nur, weil ihr nicht derselben Meinung seid. Und jedes Mal denke ich, jetzt ist es soweit, dass ihr auseinanderzieht. Jeden Abend trinkst du Alkohol. Bitte, bitte, bitte versuch es sein zu lassen. Auch wenn es dir schwerfällt, tu es für mich. Wenn du stirbst, bin ich nie wieder glücklich. Dann werde ich nicht mehr aufhören zu weinen, denn ich habe dich ganz, 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 ganz doll lieb. Warum erlaubt die Kirche keine Väter als Priester? Warum gilt die Nächstenliebe im Zölibat, nicht aber die Kinderliebe? Den Zölibat gibt es erst seit etwa 900 Jahren im Kirchenrecht. Und trotzdem gab es eine Zeit, in der sogar Päpste Väter waren. Einer der bekanntesten ist wohl Alexander der VI. Das ist offenbar seine Geliebte. Das offenbar sein Sohn. Und hier noch ein Sohn. Und noch ein Sohn. Das wohl eine seiner Töchter. Heute geht die Kirche strenger vor. Und auch bei Michaelas Vater gibt es natürlich keine Ausnahme.
Ein letztes Schreiben vom Bistum Aachen. Mit sofortiger Wirkung beurlaube ich sie bis auf Weiteres vom priesterlichen Dienst. Dies bedeutet, dass sie nicht die Heilige Messe zelebrieren, nicht die Sakramente spenden und nicht das Wort Gottes öffentlich verkündigen. Ich will wissen, wie das Bistum heute zum Fall von Michaelas Vater steht. War die Entscheidung, ihn zu beurlauben, richtig? Und ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass ein Priester keine Kinder haben darf? Wir haben Antwort bekommen vom Bistum Aachen. Und zwar können sie zum Fall von Michaelas Vater leider nichts sagen, weil gerade Sanierungsarbeiten vorliegen. Was für ein Zufall, dass gerade jetzt Sanierungsarbeiten stattfinden. Immerhin, so teilt man mir mit, gäbe es heute Hilfsangebote für Priester, etwa Coachings oder Supervision. Doch in Familien dürfen Priester eben nicht leben. Das sei kirchenrechtlich so geregelt. Michaelas Vater ist daran zerbrochen. Und klar kann man sagen, dass man sich im Leben entscheiden muss. Priester und Papa, das geht eben nicht. Aber ist das noch zeitgemäß? Vor 10 Jahren stirbt der Vater. Es ist nicht viel, was bleibt. Ein Leben ist kurz. Der Vater hat sein richtiges Leben nie gefunden. Am Ende wird er neben anderen Priestern begraben. Auf dem Priesterfriedhof. Es ist sein letzter Wunsch. Eine Trauerfeier im Kreis der Familie und engsten Freunde. Michaela schmückt das Grab auffällig. Jeder soll wissen, dass ihr Priestervater eine Familie hatte. Das sind halt meine Eltern, ne, die sich küssen. Und das ist vielleicht doch so eine extra Protestaktion. Er hatte Familie und das war gut so. Soll halt jeder sehen. Weil ich nicht weiß, ob mir einer überhaupt so nahe geht, das anguckt. Aber es ist einfach für mich genug Tool. Und ja, er hatte eine Frau und er hat geliebt. Und das zeigt es halt am deutlichsten. Und das lege ich jetzt schön extra auf sein Grab. Wie viele Priesterkinder es gibt, ist völlig unbekannt. Die Kirche schweigt darüber. Michaela kennt niemanden, der betroffen ist wie sie. Das Thema von Michaela und ihrem Vater berührt den innersten Kern der katholischen Kirche, den Zölibat. Und deshalb entscheide ich mich für einen ungewöhnlichen Schritt. Ich frage den Papst an. Das klingt verrückt, aber er hat eine Pressestelle. Man kann ihm schreiben. Ich glaube, ich rufe jetzt die Frau hier an. Der Heilige Stuhl in Deutschland. Hi, ich würde gerne eine E-Mail an den Papst schreiben. Ich wollte fragen, ob Sie da einen Kontakt für mich hätten. Die Briefadresse? Okay, ja. Ja. Vatikanstadt. Ja. Wunderbar, danke schön. Tschüss. Naja, wir schreiben jetzt mal dem Papst einen Brief. Briefe erreichen ihn wohl immer, aber E-Mails landen dann in der Pressestelle und die kommen dann wohl nicht an ihn weiter. Ziemlich krass. Allerdings kann es sein, dass ich zwischen 3 Tagen und 3 Monaten warten muss. Und ich soll ihn aber Papa Francesco nennen. Ja. Eigentlich wäre es gut auf Spanisch, aber dann will er noch ein Interview auf Spanisch. Das kann ich mir nicht leisten. Hola. Tengo una pregunta. Okay, dann ich brauche nur noch Briefpapier. Haben wir überhaupt sowas? Mit freundlichen Grüßen. Hab ich vor lange nicht mehr gemacht. Tada! Ich hoffe, er antwortet schnell. Doch er antwortet gar nicht. Nicht mal eine Empfangsbestätigung der Pressestelle. Und Michaela? Sie ringt immer noch mit ihrer ungewöhnlichen Kindheit. Letztes Jahr hat sie 30 Tagebücher ihres Vaters gefunden und alle verbrannt. Es war zu schmerzhaft. Wie soll es eigentlich weitergehen mit der Kirche und ihren Kindern? Schreibt uns doch hier unten. Und wenn ihr noch mehr Reportagen sehen wollt, dann klickt doch einfach hier oder hier hin. Ich glaube, die ist richtig gut. Keine Ahnung, was da ist, aber eine Hecke auf jeden Fall gerade.